geht mit dem 12. Teil. Ich hatte jetzt mir die angeguckt, die Crafting-Rezepte für ein Buch und damit ich ja endlich einen Zaubertisch machen kann. Ich habe ja schon 48 Levels. Dann sollte ich mal die mal ein bisschen versuchen, sinnvoll aufzubrauchen. Und zwar brauche ich dafür Papier, 3 Stück und dann brauche ich kann nicht gewachsen werden, deswegen muss ich mal hier 3 wegmachen. Dauert anscheinend ein wenig. Da wird Baum gefarmt, da wird Getreide gefarmt. Also Farms habe ich genug. Jetzt muss ich nach oben zum Craften. Habe ich eine Diamanten brauche ich. Dann brauche ich ja auch noch Diamanten und Obsidian. 1, 2, 3, 4. Obsidian brauche ich und dann brauche ich noch 2 Diamanten. So. 4 Diamanten, 2 Leder habe ich. Also Leder, aber jetzt brauche ich auch noch ein Leder. Ich muss doch hier bestimmt Leder haben. Und dann habe ich jetzt kein Leder. Aber ich habe mich Leder versteckt. Haben. Hier ist kein Leder drin und hier. Also Leder habe ich anscheinend keinen. Ich muss anscheinend noch Leder holen. Also weil ich anscheinend brauche ich jetzt noch Leder. Dafür muss ich natürlich wir haben noch eine Kuh töten. Eine Kuh, die fehlt ist bestimmt nicht fehlt nachher. Ich muss meine Kuh suchen. Ich glaube, heute würde ich das lieber nicht mehr machen, weil es sowieso gleich dunkel wird. Geh einmal kurz am Haus rum, vielleicht ist da ja schon mal. Und da vorne war mal ein Creeper explodiert. Ich denke, da ist ein Krater entstanden. Scheint hier irgendwie nicht nach Kühen auszusehen. Sieht nicht gut aus hier. Ich bin ja morgen sowieso auf Erkundungstour. Dafür brauche ich dann auch Kühe. Weil ich kein Leder habe, was ich feststelle. Das ist natürlich ein bisschen blöd, ist, kein Leder zu haben. Deswegen kann ich mir nämlich kein Buch herstellen. Ich muss erstmal schlafen. Dann kann ich ja erstmal nach Kühen Ausschau halten und vielleicht noch nach anderen Baumarten. Dann muss ich immer nach Kühen nach Ausschau halten. Ich muss immer eine Kuh spawnen. Oh, hier sind ein paar Fackeln. Die waren nämlich schon mal gewesen und der hat mich ein bisschen Sand abgetragen. Weil ich auch mal eine Pyramide bauen will. Komm mal hoch. Das muss voll nicht zu sein. Oder auch anderthalb Holz.
Das sieht so ganz interessant aus. Dann nehme ich nochmal ein bisschen Zuckerrohr mit. Mein Hunger ist schon wieder fast leer. Ich tausche mal das hier bitte aus. Durch eine Wüste hier laufen. Und längst vormittags. Jetzt haben wir jetzt halber Zeit, dass wir dann wieder zurückgehen. Wo ist denn der Lava-Seen hier? Was ist denn da? Sandsteinhöhle. Sowas habe ich auch noch nicht gesehen. Eine Höhle auf Sandstein. Aber ich wollte jetzt. Ich wollte jetzt andere Baumarten und Kühe finden. Die ich mir nämlich Buch craften kann für den Zaubertisch. Ich habe nämlich kein Leder. Wenn ich hier die Welt am Ablaufen nach Kühen. Die ist aber kann aber gar nichts vorstellen. Nichts rein gar nichts. Das sind ja schöne Blumen. Da, das ist ein Schwein. Hier Rosenblätter und das ist noch nicht ganz bei halb, aber. Ein dunkliges Gebiet hier. Schweine ist nicht so, dass man suche. Pilze. So hier aber auch nicht. Also auch hier im Sumpfgebiet scheint hier. Zombies sind hier, aber es braucht Kühe. Wenn wir sonst am darauf folgenden Tag. Da ist der Birkenholz. Ich wollte auch dringend das Essen einnehmen. Oh, das sind nämlich Birkenbäume. Schwarzeichenholzbäume. Die will ich mir am besten holen. Ich habe schon mal vier Holzarten. Und zwar Eiche, Schwarzeiche, Birke und Akazie. Da würde mir Holz und Fichte. Nein, Dschungel und Fichte. Ist der Baum abgeholzt? Momentan nimmt noch was auf und davon ist ein Birkenbaum. Wuchs vorwärts heißt es hier. Als Biom.
Jetzt will ich noch einen River, aber das heißt die Loop Forward. Ah, voll gar nicht. Ich hab dann mal ein Birkensätzchen drauf. Dunkel. Ist halt eine Schere dabei. Habe ich nicht, aber irgendwie auch keine Herstellung, weil ich nur einen Eisenbarren habe. Scheint aber kein Setzling herausgeblockt zu sein. Ich wollte natürlich jetzt hier einen Setzling haben. Mir vielleicht ein helleres Birkendach machen kann. Hey, Schaf. Und jetzt Birken der Klinge. Da habe ich jetzt einen. Ein Dach auf habe ich auch machen, dass das Fluss auch mal Strömung hat und dann in den Ozean fließt. Das ist jetzt mal ein extremes Bergebiom. Oh, das ist schön. Ein extremes Bergebiom bis zu einem Ozean. Das ist ein langes Gebiet, wie jetzt mal hier fließt. Hat der Leder geblockt? Warte mal, vielleicht hat er die Gabe. Jetzt haben wir das voll. Da kommt die heraus. Das schmeißt ihn weg. Ei weg. Den ein Wassereimer nicht mehr. Ich schmeiß jetzt ihn weg. Ein weiten Knochen. Die Kugel brauche ich jetzt nicht mehr. Ein wenig Zuckerrohr mitnehmen. Das kann ich nämlich dann mit der Hilfe der Farm, wenn ich an Holz, die ich dann habe, ein bisschen besser machen. Und jetzt mal wieder zurück nach Hause. Ich muss die Leute noch mit 10 einsammeln. Hier habe ich den 3 Erzen. Dann kann ich ja noch, bevor ich Kakteen einsammeln. Aber nicht in die Lava sehen fallen. Das wieder so eine Sandsteinhöhle. Hier ist auch so eine Höhle. So, es wird schon dunkel, da muss ich ja schnell zusehen, nach Hause zu kommen. Aber ich habe zum Glück eine schwertvolle Rüstung. Aus Diamant natürlich. Ich würde eigentlich machen, dass die Goldrüstung oder so Gold eine Haltbarkeit von 500 oder sowas hat. Weil Goldspitzhacken sind nämlich immer so schnell aufgebraucht. Und halten sogar nicht so lange wie Holzspitzhacken. Es lohnt sich also gar nicht, auf Gold da Spitzhacken zu bauen. Und außerdem kann man mit Goldspitzhacken auch keine Sachen abbauen, die Eisenspitzhacken voraussetzen. Da kann man nur Sachen abbauen, die auch eine Holzspitzhacke abbauen kann.
Da ist zumindest meine Savanne wieder. Ist alles erleuchtet durch die ganzen Lavaseen. Was? Die ganzen Lavaseen hier. Ich muss das unterbrechen.